Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Biomutant. Ja, wie es aussieht, sind wir auf dem Weg nach Klingeleding oder so. Ich weiß es noch gar nicht. Ich glaube, wir sind auf dem Weg hierhin, um den nächsten Außenposten einzunehmen, um den nächsten, was ist das? Ach so, Noko. Um den nächsten Stamm komplett für uns einzunehmen. Ich glaube, auf dem Weg sind wir gerade hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe davon aus. Es würde meine Logik und so verraten. Und hi, na, was geht? Hi, hi, cool, dass du da bist. Hi. Klingt das bedürftig? Ich sammle das auf jeden Fall erstmal ein. Mein Hut. So, aber wir gucken uns erstmal unser Klingeling an. Das ist ein Spähplatz. Huch, an die Seite rechts solltest du gar nicht. Wer weiß, wer einen beobachtet. Ist der auch gegen uns? Okay, die kämpfen also auch gegeneinander. Habe ich nur eine Waffe in der Hand? How low bin ich denn? So. Das war sein Ende. Genugklär. Deine Ki-Energie ist aufgebraucht. Deine Ki-Energie ist aufgebraucht. Ah, Fliege! Level up! Harter Schnitt. Super effektiv. Der lebte noch. Okay, wer schießt noch? Hat nicht gerade noch irgendjemand geschossen? Meine Planken. So, da oben sollte ein Klingeling sein. Ich glaube, das war ein Telefon. Ich bin mir. Es klingt nach einem Telefon. Es bleibt keine Zeit zurückzublicken. Für dich, du musst die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Easy. Hallo. R2D2 oder was war das? Die Technologie von damals ist also immer noch hier, auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. Oder du bist auch einfach veraltet. Ja, ihn weiter beleidigen. Kann ich gut. Da ist was Tolles drin. Gut, ob das jetzt toll ist. Da ist sonst nichts weiter. Okay, cool. Dann können wir jetzt weiter. Ja, eigentlich hier den gegnerischen Stamm weitermachen, ne? Das heißt, runter und gib ihn. Schrotttotem nehmen wir aber mit. Ein Flatt. Echt scharf. Aufgeladen.
in den Seilen. Mann! Stirb endlich, du Flapp! Dieser Tag entringt einem beinahe ein Lächeln. Nein, entringt er nicht. Ich wollte eigentlich nur hier hin. Weil ich doch ein bisschen Gummi brauche. Ich gehöre doch zur Gummibärenbande. Feilschen brauche ich irgendwie überhaupt nicht. Gehen eigentlich wieder auf Stärke, dass wir mehr Schaden machen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Damage. Vitalität. Ich habe damit auch überhaupt gar keine Probleme, dass wir knapp vor tot sind oder so. Deswegen. Alte Kassette. Leben regeneriert sich mit der Zeit. Also eigentlich haben wir nicht so wirklich Gefühl. Keine Probleme. Guck mal, eine Motorjü-Station. Ob im Safttank wohl noch Temposaft übrig ist? Was für eine Ausstrahlung. Überall Kugeln. Keine Ahnung, warum der so trifft. Schon tot? Easy. Also mit Schusswaffe ist es eigentlich relativ einfach gehalten, tatsächlich. Weil du halt einfach draufzimmern kannst, ne? Tankstelle. Für Gummizeug findet sich immer irgendeinen Nutzen. Irgendein Helm? Irgendein Westhemd-Ding. Achso, ist auf der anderen Seite draußen. Da ist unsere Beute drinne. Noch mehr Klamottchen. Wir gucken uns das, wie gesagt, alles immer später an. Aber das ist nicht das, was er meinte, oder? Zum Teufel. Oder war es doch das, was er meinte? Dieses Motor-Dings da, wie auch immer nennen. Das nehme ich aber noch mit. Wirf mal einen Blick auf diesen Plastikrahmen dort. Muss ich. Ich glaube, ich muss dafür nach links und außen um den Berg rum. Ich glaube, dafür müssen wir da lang. Da oben ist noch ein Schrotttotem, aber nö. Hier lang? Ja, ich glaube, das ist der richtigere Weg. Achso, da oben ist gar kein Schrott. Achso, da, ich glaube, da geht es zum Hauptlager von denen. Aber erstmal müssen wir sie ja noch schwächen. Stirb. Du, ich weiß noch nicht mal, was du bist. Plüschmonster. Du verdammtes Plüschmonster-Ding. Hier geht es nur um dich. Ob du triumphierst oder scheiterst, liegt bei dir. Übrigens soll ein Update kommen, dass der Sprecher nicht mehr so viel quatscht. Und dass der auch nicht mehr... Dass nicht mehr erst dieses Kauderwelsch kommt, denn die Übersetzung und dann... Es soll kommen, es ist schon da, ich bin mir gar nicht so sicher. Die Luft. Ausgelöscht. Hm.
Der hat gesessen. Zack, 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 zack
mein Bärchen Mützi. Sieh nur, ein Spiraldudler von vor langer Zeit. Ein Apparat, der Dudelscheiben abspielt. Wäre nicht überrascht, wenn er noch funktioniert. Was? Vinylplatte erforderlich. Oh, Vinylplatte. Okay. Habe ich die jetzt immer dabei oder ist das für jeden eine? Du musst den Arm des Dudlers anstupsen, um die Nadel in Position zu bringen und die Nachricht der Dudelscheibe zu hören. Nur noch ein paar Versuche. Ich hab's nicht ganz verstanden. Das war jetzt eher ein Melodesaster. Beweg den Arm, damit die Nadel passend zur Musik positioniert ist. Probier es nochmal. Ach, da kann man auch noch was drehen. Okay. Das war jetzt eher ein Melodesaster. Beweg den Arm, damit die Nadel passend zur Musik positioniert ist. Probier es nochmal. Meine Güte. Da mussten sie jetzt erstmal drauf kommen. Das ist ein Chi-Chi. Sagen wir Eminem. Code. Zum Glück bin ich alt genug, um ihn zu dechiffrieren. Es singt von einem geheimen Untergrundbereich, nicht weit von hier. Ähä. Es geht nichts über eine Geschichte mit einem unerwarteten Ende. Ist nichts. Ich glaube, da sollte ich auch gar nicht rein. Ein Duell. Flatt? Ah! Ich mach dich platt. Blocken und sowas müsste ich echt viel mehr machen. Das ist eigentlich echt gut. Oh, ich bin Blockpfeife. Blockpfeife, Blockfaul. Blockdoof, keine Ahnung. Nennt ihr es, wie ihr wollt. Oh, da ist aber noch was. Ist er weg. Okay. War wohl Anzeigefehler. Hier liegt aber noch jede Menge Beute rum. Weil die Statusveränderung ja gar nicht so viel bringt. Ich weiß gar nicht, was. Ich denke mal, Radioaktivität macht auch einfach Schaden. Die Elektrizität macht einfach Schaden. Das Feuer macht einfach Schaden. Nur das Eis, glaube ich, das friert ein. Also, dass sie sich gar nicht mehr bewegen. Deswegen hätte ich eigentlich lieber in allen drinne Eis. Ich weiß, ich habe keinen Plan, wo die andere überragende, legendäre Hardcore-Beute sein soll. Aber es ist auch nur Beute, das interessiert mich schon nicht. Da ist zum Beispiel eine. Wie düster es da draußen ist. Sonst? Ich habe auch ehrlich gesagt den Verlust, wo ich schon überall war und wo nicht. Da oben links war ich, glaube ich, noch nicht drin. Oder? Doch, hier war ich auch schon drin. Es wird das hier ja offen sein. Oder zu sein oder wie auch immer. Weiß er ja oder weiß er nicht. Wir ziehen weiter.
Weil ich immer noch verzweifelt versuche, da hinzukommen, wo ich überhaupt hin will. Aber irgendwie sagt das Spiel so, nee, hör mal, nein, nee, hör mal, nein. Ionisiert. Nein, ich sehe nichts, weil ich mich selbst nicht sehe. So, wir sind aber wieder Level up.